Was hab ich denn da bekommen? Farbiges Fusionsjuwel. Kristall aus verschiedenen Juwelen, sehr hübsch und erscheint in vielen verschiedenen Farben. Halten von Argus Felsenkäfer des Theater Hochlandes, Stapelkommentar. Interessant. Urbernstein leider. Ich hätte gerne auch hier Leuchtsmaragd raus. Zumindest einen. Blutkoralle. Aber leider scheint es immer wieder so, dass man die gar nicht erst herausbekommen kann. Was natürlich ziemlich scheiße wäre. Also im Moment sieht es nicht so aus, als ob ich da jemals einen Leuchtsmaragden rauskriegen werde. Und dieses Gehänge zwischendurch, das geht echt auf die Nerven. Das Problem ist halt, dass man wirklich zum Videos machen ein sehr gutes System braucht. Und das dann zum einen das Spiel dann entsprechend hochlaufen lassen kann und gleichzeitig die Aufnahmen laufen lassen kann, weil es frisst auch nochmal einiges an Ressourcen vom Rechner. Das ist halt auch mal so ein Problem, weil wenn ich die Aufnahme nicht laufen lasse, laufen habe, dann kann ich die Spiele meistens auch, die Frames sind zum einen immer deutlich höher, weil einfach weniger Ressourcen verbraucht werden, mehr fürs Spiel aufgewendet werden können. Und zum anderen kann ich die Spiele dann teilweise auch in höherer Grafik spielen, wenn es denn höher geht. Das meiste habe ich auf Maximum. So, tut mir leid, dass ich gerade hier so am Hin- und Herflitzen bin. Ich habe halt gehofft, noch ein paar Dinger zu sehen, aber nix. So, hier ist jetzt auch leider nix. Ja, man geht mal wieder zu. Nein, das wollte ich. Och. Tricksding. So, wir brauchen einen einzigen Leuchtsmaragd noch. Ich habe zwar jetzt die Kohle, um da im Auktionshaus zu kaufen, aber ich werde die ja eventuell gar nicht mehr los. Und ich brauche ja nur einen, um es für 6 Gold dann zu kaufen. Statt 10 für 15, wo dann nur 1,5 Gold kostet das Stück. Was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen? Problem ist, ich brauche die Antwort jetzt und kann deswegen nicht das Video hochladen und dann warten, bis Antworten kommen. Zumal ich ja die Erfahrung habe, dass ich meistens keine Antworten bekomme. Beziehungsweise momentan gucken halt nicht genug Leute meine Videos, dass bei mir überhaupt ordentlich was an Kommentaren oder so zustande kommt. Solange es auch noch geht, werde ich da auch möglichst auf jeden Kommentar antworten. Dankeschön, weil es mir auch sehr wichtig ist. Ich mache ja diese Videos, wie ich auch schon so häufig gesagt habe, für euch. Scheiße. Ist richtig scheiße. Also das ist eine Geldverschwendung, dann bleibt mir aber zumindest nochmal ordentlich was übrig. Ja, und das hier sich schon eher lohnt, dann müsste ich aber auch erstmal wieder verkaufen.
Ich habe aber keinen Slot zum um was zu verkaufen. Was soll ich sagen? Wir kaufen uns jetzt einfach das. Ja, ich weiß, neue Nachricht. Mit dem können wir die wieder verkaufen. Ja, das dürfte gehen. Das ist super. Weil ich kenne das so aus manchen Spielen, wenn man Sachen im Auktionshaus gekauft hat, kann man die nicht wieder verkaufen. Was natürlich entsprechend nachteilig ist. So, was brauche ich noch? Ich brauche die und die Kupriten. Ich nehme einfach alle mit. Dann brauche ich meine Axt. Eventuell kann ich das machen. Das heißt das. Ich weiß auch nicht, was ich noch brauche. Also hole ich mir das alles. Jetzt brauche ich natürlich noch Geld. Geld kriege ich, indem ich Sachen wieder verkaufe. So, geil. Juwelier, so. Juwelenbank, so. Hallo. Ich habe nicht Rest gekriegt. Ich habe Linksklick gemacht. Echt, manche Bugs, die sind echt nervig. So. Hier hauen wir das Muster einmal noch mal rein. Das kennen wir ja schon. Dann wollen wir mal. Och, danke, jetzt darf ich endlich. Wegen der Hänger hat er meine Linksklicks nicht akzeptiert. Was ist das für ein Dünnschiss? Rechtsklick. So. Als allererstes verkaufen wir mal. Also wir verkaufen jetzt erstmal als alles die Sachen, die wir hier so bereits ausgepackt haben. Und eben nicht mehr brauchen. Sortieren wir einmal, dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Jetzt können wir nochmal sortieren. Übrig bleibt nur noch ein bisschen mehr Kohle zu machen. Ja, da sind die Sachen noch. Prachtbeinlinge, leichte Prachtrüstung, aha. Razzimantel, ne, die sind nicht besser als das, was wir haben. Jetzt einmal verkaufen, was wir ausgepackt haben. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir brauchen. Ich hoffe nicht allzu viel. Ich glaube, irgendwas mit 2 Gold brauchen wir auf jeden Fall für die Axt. So. Wir brauchen einmal Formkern, Dominanz, Waffenkern, brauchen wir hier braucht man noch die Dinge. So, wir brauchen noch 4 Legierungen. So, wir wollen 4 machen, starten wir, okay. Zum Glück haben wir das Geld dafür. Jetzt können wir die Legierung wegpacken. Wir brauchen für die Henkerwaffe einen Dominanzwaffenkern. Der kostet uns 740 herzustellen. Starten wir mal. So, die Legierungen sind weg. Dafür brauchen wir 2,6 Gold, sage ich ja. Das heißt, erstmal wieder an Gold kommen. Es wird lang nicht genug sein, aber wir gucken mal durch. Ob wir vielleicht etwas davon anziehen wollen. Helium 56 ist ja nichts, aber Schaden und so, dann hole ich mal lieber die Erhöhung. Okay.
Kraft, Grazien, Schuhe, nochmal 56 runter. Und dafür Schaden hoch. Wechseln wir jetzt mal nicht, da muss ich noch den Sky Juwel wechseln. Okay, die Sachen können wir jetzt alle verkaufen. Können wir irgendwie bei einem von hier verkaufen? Können wir hier direkt? Wenn wir hier bei Lernen sind, nö, da werden wir es nicht verkaufen können, das ist ja echt doof. Ich meine, jetzt können wir da was verkaufen oder müssen wir da? So, jetzt können wir hier was verkaufen. Natürlich wird das lang nicht genug sein, schätze ich mal. Wir sind bei 1,1 Gold. Wir brauchen noch so einiges. 10 Silber, 10 Silber. Das Argus-Ding können wir uns nicht machen, weil wir sowieso nicht den Kern machen können, aber brauchen wir noch das Rezept. So, Kratzen, das ist schlechter. Ihr kommt, ziehen wir an. So, Pracht. Möchte Pracht. Gut, dann kaufen wir das jetzt auch mal schnell. Ich bin jetzt nicht durchgegangen, wie viel mir das einbringt. Wäre schön, wenn jetzt einfach mal so zwei, drei Sachen aus dem Auktionshaus verschwinden würden. Danach brauche ich einiges. Pracht, Pracht, Grazien und Schlechter. So, die bringen super. 10 Silber, das Stück ist nicht viel. Kann nicht verkauft werden. So, auf jeden Fall können wir uns jetzt das Ding nicht herstellen. Dann haben wir endlich eine neue Waffe. Hat ja auch lang genug gedauert. Waffe, Henker. Henker, hallo, geht doch. Damn und damn. Henker Streitaxt. Start. Go. Yes, jetzt müssen wir noch Sky-Juwel rausholen. So, das ist hier vorne. Einmal entsocken. Durch Bossmonster erlittener Schaden minus 5%. Bei Angriff 8% Chance auf Kniesehne. 5 Sekunden. 1770 Dot pro Sekunde. Oder insgesamt. Das ist nicht viel, wenn es insgesamt wäre. Crit-Rate plus 2%, Crit plus 3%, Verteidigung, LP, Crit, Schaden. Was hatte das? Bossmonster, Schaden runter, ja. Sehende Ahnen, Schaden plus 6%. Okay, bei den Verstärkungen ist es genau das gleiche wie bei der anderen. Geiertruhe. So, so. Die kann ich aber nicht mit Sägen. Marktstand, Item, Fusion. Du kannst mit Muster neue Items fertigen, die häufig zur Fusion verwendet werden. Achso, nö.
Verstärken, zerlegen. Ich würde jetzt gerne verstärken eigentlich. Wir haben ja inzwischen wieder einige Waffenmuster gesammelt. Ich gehe mit Absicht nicht an diesen Bankier, weil der erstmal reden will. So, das kommt rein. Die Dinger will ich verkaufen. Die Kopriten brauche ich ja jetzt auch nicht mehr. Gucken, ob ich die auch noch verkaufen werde. Nicht handelbar. Was kann ich mit der machen? Modifikatoren, da weiß ich nicht, wie das läuft. Das muss ich mir noch angucken. Was man da machen kann. Das Argus-Herz kommt wieder rein. Und jetzt so Waffenverstärkung. 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 Ich weiß ja nicht, wie gut welche Verstärkung ist und alles. Also es ist ja Waffenverstärkung. Rüstung würde ich eigentlich auch ganz gerne verstärken, wie gesagt. Glatzenmantel, Quadrate minus, erlittene Quadrate. Genauigkeit, Schaden, EP, Schaden, Genauigkeit. Erlittene Quadrate, ja, die Bonus sind nicht gerade so viel. Ja, wir holen auch mal den Glatzenmantel raus. Und gucken, was wir auch da machen können. Zwischendurch einmal hier rausgeholt. Ja, ausgerechnet Tiefste will nicht reden. Das finde ich immer wieder scheiße, wenn es so läuft. So, jetzt. Ach, wir müssen noch. Ich muss erstmal noch die EP-Kristalle rausholen. Ich habe auf jeden Fall nicht genug. Ja, also nicht genug dabei. So, und den hier auf 52 bringen. Okay, zurück. Davon haben wir zu wenig und die brauchen wir eventuell noch, falls wir den mal entwickeln können. So. Aber die können wir dann da reinhauen. Die können wir reinhauen. Und davon können wir welche reinhauen. Ich weiß aber nicht, wie viele er braucht. Ich hau mal erstmal 10. Oh, 10 war genug. Gut zu wissen. So, jetzt können wir aber mal verstärken. Und zwar als allererstes die Henker-Streitaxt. Waffenverstärkung hinweisen, nicht handelbar, nicht handelbar, Waffenverstärkung. So, Chance auf Waffenverstärkung plus 1 bis plus 9. Plus 1 bis plus 15. Bei gelungener Verstärkung erhöht sich das Verstärkungslevel der Waffe um plus 1. Wenn die Verstärkung erscheint, erhöht sich das Ausrüstungspotenzial bei einem Maus und einer Wanne um 1. So. Das steht unten in Gelb. Rechtskrieg benutzen Item weiter von Platzieren möglichst höhere Verstärkungslevel. Hier steht keine Bindung an ein gewisses Höhe. Ich vermute große Waffenverstärkung. Warum sind die eigentlich nicht gestapelt? Da steht eine mit Rechtskrieg Benutzung von Item weiter. Hier steht eine Begrenzung und hier steht keine. Heißt, mit denen kann ich bis plus 20 machen oder was heißt das? Das ist doch echt
Scheiße. Tja, machen wir Level C hier. Start. Wow, noch nicht mal plus 1 bis... Ah, geht doch. Also beim letzten Mal hatten wir mehr Glück. Da glaube ich plus 1 bis plus 3 sofort geklappt. Aber dafür läuft das... Oh, das Level läuft gerade sehr gut. Oh. Ah, schade, schon verbraucht. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich das benutzen soll oder das hier. Ich benutze jetzt einfach mal das. Das ist sowieso nur 1. Jetzt kommen die hier dran. Start. 60 Stück habe ich. Meine Schnitte. Oh, jetzt kriege ich sehr wenig. Sehr, sehr wenig sogar. Ich habe gar nicht genug Fragmente für das Ding jetzt. Nee, das wird glaube ich nichts. Und nö, jetzt brauche ich Fragmente. 15 Stück rausgehauen. Ding ist nicht hochgegangen. Das ist ja Hammer. So, und ich habe jetzt für die Rüstung nicht genug übrig. Nein, die kommen hier nicht rein. Das kommt noch hier rein. So, gemeinsame Bank, kommen die noch rein. Jetzt ziehen wir uns erstmal die hier kurz angucken zum Vergleich. Sehr, sehr, sehr geil. Crit nochmal gute Erhöhung, LP, Verteidigung. Oh, auf jeden Fall 8000 mehr Schaden. So, die müssen wir uns jetzt auch wieder anziehen, leider nicht verbessert. Dann gucken wir uns einmal am Mann. Ich hasse es, wenn mir das so passiert. So, die Kupriten würde ich gerne auch mal kontrollieren. Kuprit, nicht Kupriten. Kuprit. Oh, die sind auch gut was wert. Ein Stück, so für 2 Gold das Stück berechnen wir mal, würde ich sagen. So, und der die für 5 5 Stück für 15 Ringe hat, sind auch 3. Das ist knapp 2 Gold. So viele braucht man aber nicht. Das ist mehr als 2. Okay, hauen wir für 2 Gold das Stück rein. 12. Okay, nur brauchen wir jetzt erstmal natürlich Platz. Also wir holen uns das einmal. Scheiße, ich brauche Geld, haha. Aber das ist mir gerade egal. Wir holen uns 2 Slots. Ja, ich weiß, die Sachen sind zurück. Das hier, die können wir auch nicht handeln. Bringt nur 70 Silber, wie dämlich ist denn das? Das ist das Tolle, weil ich bei anderen Spielen kenne ich so, dass diese geplusten Sachen auch verkauft werden können. Dadurch, dass ich das Ding hier angezogen hatte, ist das an mich gebunden. Super. So, jetzt nicht verkaufen. Scheiße, ich brauche deutlich mehr Kohle, um die überhaupt reinzustellen. Dann würde ich sagen, holen wir uns die raus. Denn dann werden uns die Bruchstücke des Inventar voll machen. So, nichts von dem, was wir bekommen haben, brauchen wir.
Abenteuer, die können wir auch irgendwann mal noch verwenden. Weiß aber auch gerade nicht, wofür man die braucht. Ich würde die hier gerne zerlegen, um auch weiter plussen zu können. Ich hätte ja auch eigentlich gehofft, dass das mal noch Successe werden. Aber nein, nur Fails. So, ein Gold sonst was. Das heißt, wir hauen erstmal die Leuchtsmaragde rein. Für, wir haben die gekauft. 10 Stück, 1,5 haben wir die gekauft. Ich hole für ein Gold das Stück rein. Weil es nichts Billigeres inzwischen da ist und ich deswegen Arschkarte habe. Nö. Dann hauen wir die mal für 9 Gold rein. Hoffentlich werden die schnell gekauft, dann kann ich das letzte, dann kann ich die Kopriten auch reinhauen. Und ansonsten sollte ich am besten noch mal die, kurz die Bank aufsuchen. Rein, rein, rein. Der Rest wird behalten. So, jetzt bräuchte ich natürlich auch langsam mal wieder Tränke. Also dieses Gehänge in Navier, das geht einem echt auf den Senkel. Und das, obwohl man die Leute ausgeblendet hat, werden sie geladen, weil man sie ja eventuell anschalten könnte, dass man zu, damit zumindest ein Anfang von denen geladen ist. Und das ist vollkommen unnötig. Vor allen Dingen, das sind so viele Leute, dass das einfach viel zu viel ist.